Wir blicken direkt nach Kiew zu unserem Chefreporter Steffen Schwarzkopf. Steffen, wir hören Berichte über Explosionen und Luftalarm. Wie ist die aktuelle Lage? Also der Luftalarm wurde inzwischen aufgehoben vor gut einer halben Stunde. Heute Morgen um 5.30 Uhr. Da waren zunächst eine Vielzahl von Detonationen und Explosionen zu hören. Nach dem, was wir beurteilen können, war das vor allem die Luftabwehr, die da Raketen abgefangen hat. Und um das mal darzustellen, wie das normalerweise dann auch passiert, diese Luftabwehrsysteme Patriot vor allem, die sind am Rande der Hauptstadt positioniert, sodass das Zentrum meistens sehr, sehr gut geschützt ist. Die Explosionen, diese Abschüsse dann eben auch eher in den Außenbezirken. Die große Gefahr ist in der Regel nicht das Einschlagen der Raketen, sondern die Trümmerteile, die herabfallen. Wir haben bislang noch keine Bestätigung über Schäden oder möglicherweise auch wieder Verletzte bekommen. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Stunde dann der Fall sein. Interessant ist vielleicht auch der politische Zusammenhang, wenn man denn so will. Denn der US-Außenminister Antony Blinken ist heute hier in der Stadt, wird sich mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky treffen. Da geht es natürlich auch wieder um weitere Waffenlieferungen. Also möglicherweise hat das eine mit dem anderen tatsächlich zu tun. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.